ziemlich viele sein, ne? Ja. Zug kann 800 Meter sein. Sehe schon, da hat So, Red mittlerweile Dog. einer aufgepasst. Ja. Die Mumpeln sind Smallie noch dabei? Sicher einpacken, ne? Wir zeigen uns auch echt von der besten Seite Ja, heute. los. Ja, dann Was sehr hat er denn früh. eigentlich, was hat er denn eigentlich Ich für einen sag ja. Rucksack da hinten drauf? Keine Ahnung. Es ist der Arrivederci, Special Rucksack. Claire. Hast du den ausgesucht oder was? Ja, der ist stylisch. Wir haben eigentlich vorgegebene Rucksäcke, Herr Eike. So, habt ihr's? Da, wenn der Wetter wieder da ist, kann ich melden. Der soll Alle eingeschlafen mal ist. Auge nach links und auf Red Dog warten. Sudi, du hast einen Pickel am Hals. Das ist gewollt. Ich wollte dir gerade schon eine Einladungskarte schicken. Was ist da los? Da kommt er wieder. Immer diese Hektik hier. So. Ah, noch einer, der im Einsatzland Nein, salutiert. nein, 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 Noch in der Kaserne. Nein. Melde. Heute nicht mehr. Halt die Schnauze jetzt hier. Ruhe im Glied. Melde. Bravo 1. Angetreten. Hi, wunderschön. Na gut. Machen wir noch einmal Shotgun, Shotgun. Ach nee, Quatsch, das war Super Bowl. Gut. Nochmal ganz kurz für alle zum Mitmeißeln. Wir befinden uns hier beim Airfeld Boreana. Haben einen ungefähren Marschweg von huiuiuiuiuiui. Ja, ich würde mal so 5 Kilometer schätzen mit den ganzen verwinkelten Straßen. Werden in Fahrzeugreihenfolge Dingo 1, geführt von Alex, Dingo 2, Mischdingo, Dingo 3 fahren. Das sind auch die Funknamen dieser. Die Fahrer und Richtschützen können sich gerne ungestört unterhalten auf Kanal 3 klein. Wenn irgendwas Größeres ist, haben wir ja immer noch den Zugfunk. Den kennt ihr ja alle. 32,5 könnt ihr euch auch gerne einstellen zum Abhören oder so, je nachdem. Ich erwarte auf der Fahrt, weil dort nichts gemeldet ist, keinen Feindkontakt. Sollten wir dort was haben, verfahren wir halt wie normalerweise nach Vorschrift. Anhalten, Wagenburg aufbauen, aussteigen, auf die Fresse hauen, einsteigen, weiterfahren. Der Mischding ist übrigens von Ragnar besetzt. Juti. Da ist auch mein Stealth drin, der Sudri. Das heißt, du hast dort noch ein bisschen Kompetenz noch mit dabei, solltest du irgendwie Probleme mit was haben. Alles klar. Gut, wir fahren dort auch über Brücken und so in Ortschaften. Ist die Marschgeschwindigkeit ein bisschen anzupassen? Ich schlag mal, ja, knappe 30, ja, 30 vor, weil ist ein bisschen eng. Nicht, dass dort irgendwas wegen Gelecke oder so dazu kommt, dass wir eine Fahrzeugauswahl haben. Müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus töten. Kurze Zwischenfrage, Puste, wie schnell fährt ein Dingo? Was? Wie schnell fährt ein Dingo? Ja, ne? 100. Wer kann? 100. 60. Gut. Größer 100. Das heißt, unsere Marschgeschwindigkeit wird sich irgendwo zwischen 60 und 70 einpendeln. Aufholgeschwindigkeit ist dann alles, was der Dingo hergibt. Innerorts dann 30, machen wir mal. Wie gesagt, das ist alles nur zu eurem Schutz. Und damit der Richtschütze wahrscheinlich ein bisschen schneller schwenken kann. So, wir fahren dann bis Fahrzeug unterziehen. Dort ziehen wir dann unter, bauen quasi eine Wagenburg auf, werden dort nochmal Shotgun, Shotgun machen und dann beginnen wir mit dem Anmarsch an Bravo, beziehungsweise FOB Brown und unsere Stellung Bravo, Bravo 1. Das soweit verstanden? Gut. Zum Angriff selbst. Es kann passieren, dass wir dort amerikanische Kräfte treffen werden. Also wir sollten sie anscheinend nicht treffen, aber eher beobachten. Wenn das der Fall ist, müssen wir die isolieren vom Kampfgeschehen. Das heißt, guckt, besonders auch die AG-Schützen, habe ich ja euch schon gesagt, dass ihr nicht mit AGs irgendwo in die Nähe schießt, wo irgendwo eine amerikanische Uniform rumliegt. Das sehen die nicht so gerne. No? Gut, ansonsten habe ich keine Lage zu einer zivilen Gefolgschaft, die irgendwo drumherum wohnt. Das heißt, wir passen aber trotzdem drauf auf, sollte mal irgendwo einer kommen. Ich denke mal nicht, dass die automatisch irgendwie Allahu Akbar schreien werden. Von daher sollten sie euch zu nahe kommen, erstmal anrufen, wegschicken, wenn nicht fesseln, ansonsten sprengen wir sie. Denke, das wäre es soweit. Gefechtsanzug vollständig herstellen. Die Sanis haben ja schon ihren Spruch abgegeben, glaube ich. Gut.
Dann Gruppenführer übernehmen, aufsitzen lassen, fertig machen Sie beim Marsch. Zugtrupp aufsitzen und Sutri auch aufsitzen, auch ein Mischlinge. Ja, warte mal. Warten erstmal, welchen die jetzt Boden haben. Ja, auf, wir nehmen den zweiten wahrscheinlich. Ragnar, nimm den Busse mit, ihr macht das auf dem zweiten. Okay, Busse, dann okay, mal aufsitzen, ne? Setz mich als Badfahrer hier rein. Okay, den noch mit. Warte mal, Busse. Oh. Sitzt. Boah, ist das eng. Ben, kannst du als Beifahrer rein? Ah, ich hab den Verschwindesitz! Du? Ja, hier. Steig ein! Wieso? Ich sollte doch als Schütze rein. Ah, ich glaube, jetzt bin ich Beifahrer. Jo. Beisitzender. Ah, geht doch. Sutri, Ben, komm. Herr Sutri, komm. Hier, Ben, sitzt ihr, komm. Wir sitzen Phenom, auch bei uns, würde ich sagen. Melden, Fahrbereitung, Ende. Warlord, Richtschütze? Jawohl. Okay. Hier, Bravo, ist Mischdingo auch komplett besetzt von euch, komm. Hat er mich gehört? Wirklich. Juhu! Vielleicht ist es so. Punktcheck, Fahrzeug 3 auf Klein 3. Bravo 1, hier Bravo, komm. Ja, jetzt komm. Hier Bravo, letzten Funkspruch mitgehört, kommen. Ja, denk ja, bitte an die links mitgehört, ab, rechts ab und Durchmeldung, ja? Unser... Oh, beziehungsweise meine Stelle aktuell nochmal pinkeln. Hier Bravo, verstanden. Ich sehe da immer noch Leute herumwuseln, deswegen fragte ich nach... Trennung. Zug, Marsch, Panzer vor. Drei fährt. Wie ist da eine Schranke? Ah, Gottes Willen. Alles muss man hier selber machen. Lassen das Ding gleich offen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Sollen sie selber zumachen. Drei durch. Bravo, eins kommen. Hier, Bravo, kommen. Hier, eins, Sicherungsrichtung für Fahrzeug 2, kommen. Auf dem Rückweg muss ich sehen, dass ich vorwärts bin. Hier, Bravo, guter Einwand, Sicherungsrichtung 3 Uhr kommen. Das kenne ich, guck aus dem Fenster, dann wird's bei mir besser. Hier, ein. Behalten muss alles Ende. Ja, ich gebe mir Mühe. Das wird doch essen, war beim Essen schon wieder nicht. Hat der Sani eine Kotztüte für mich? Hm, der sichert gerade die neuen. Ich hab noch Sandsäcke gehabt. Ich hoffe mal, der schwenkt gleich um auf die Genau. Ah, er hat's geschnallt. Okay. So, Warlord? Ja. Du hast ja schön ein bisschen hinten und rechts, ne? Jupp.
wir warten eigentlich nur Feind von ein bisschen rechts, von daher lasse ich jetzt links ein bisschen außer Acht. Was wäre in einem Panzerzug, wäre das geiler, da hätten wir alle Richtungen abgedeckt. Da hätten wir auch wesentlich mehr Knarren. So, ja, Snakey, haben wir hier ein Radio? Ist nicht mehr ganz so schlimm. Nee, aber ich kann singen. Okay, dann singen Sie. Nein, nein. Hoch auf dem Panzerwagen sitz ich beim Snakey vorn. Also fliegen ist mir lieber, da habe ich keine komischen Straßen, denen ich folgen muss. Na, kommt immer drauf an, ne? Nur in der Luft hast du ja auch Straßen, auf denen du dich bewegst. Ja, aber... Ja, ich weiß, sie sind ein bisschen breiter. Das ist nicht ganz so wichtig. Und höchstens mal ein Taxi über am Flughafen. Aber der hier hat doch gesoffen, der das hier gemacht hat. Fahrzeug 1 fährt ein in der Ortschaft Teunis. Okay, passiert Brücke. Passiert. Durch. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Das geht ja richtig schnell heute. War mal auf Charani stationiert, da sind wir eine Stunde über das Wasser gefahren. Oh ja, das kenne ich auch. Habt ihr euch da nicht von Helis abholen lassen, weil ihr nachher zu faul wart? Ja, die waren undicht nachher. Ja, die Panzer wollten nicht mehr, die haben schon geleckt. Panzer müde, Panzer schlafen. Was hat er genuschelt? Eins Lautschrift und zwei Lautschrift. Drei durch. Achso, okay. Eins links ab. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich auch, warum der bei der Bahn arbeitet. Die Durchsagen. Ich sehe es vor meinem geistigen Auge. Ja, das ist doch, ne? Ich grüße Sie heute auf der Weiterfahrt zwischen ICE Frankfurt, meiner Darmstadt. Was ist denn sonst unser nächstes Reiseziel? Hamburg, Gate 4. So in etwa, genau. Oder noch irgendwas mit Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Und alle denken, dass ich dann laut spreche. Na okay, vielleicht hat er nur was getrunken oder so, dann geht das ja noch. Ich glaube, das gehört bei der Bahn zum guten Ton. Um 12 schon blau sein. Ben? Jawohl. Schießverhalten. Bei Feindkontakt. Britt, also, Britt, Britt. Ja, meld am besten noch, auf was du schießt. Auf Tote. Auf Tote lohnt sich das doch nicht. Das ist doch Kugelverschwendung. Drei durch. Aber wenn ich sie sehe, sind sie schon tot. Ach so. Du meinst, du schießt auf zukünftige Leichen? Jawohl. Sehr schön. Drei durch. Nach der Altflugstellung wissen sie es. Bravo 1, hier Bravo kommen. Ja, kommt. Hier Bravo. Vor der nächsten Ortschaft verringern wir die Insgesamtgeschwindigkeit auf 40. Ich will ein bisschen langsamer ranfahren, komm. Ja, 1, so verstanden, Ende. Hier Bravo, komm. Ja, jetzt komm. Hier Bravo, ich war noch nicht fertig. Nach dem Unterziehen übernehmt ihr Sicherungsrichtung Ost.
Zugtrupp nimmt Süd, komm. Ja, 1, verstanden. Komm. Hier, Bravo, jetzt Ende. Hey, ich habe noch ein Stück Schokolade in meiner Uniform gefunden. Möchte jemand? Schokolade. Die sind die Ferrari, oder? Also wenn die weiß ist, kannst du sie behalten. Also, wenn sie mal schwarz war und jetzt weiß ist. Nee, Rittersdorf, wo ist Nuss? Na, Nuss ist sowieso fertig. Deliziös. Die Schokolade noch von Gerard. Hier, Bravo, vorne halt, vorne halt. Vorne halt, vorne halt. Ja, komm. Kam bloß irgendwie nicht an. Hier, Bravo, wir ziehen hier unter Wagenburg erstellen, Sicherungsrichtung einnehmen. Die fahren weiter. Ich fahre hier rechts rein, ne? Ja. Okay, wir stehen. Wir stehen, absitzen, absitzen, Sicherungsrichtung Süd. Absitzen, absitzen, Sicherung Süd. Richtung Süd, halt. Ui, das war knapp. Hätte er fast Papa überfahren. Wow! Wird doch mal einparken. Hui, der Witzke. Wir waren da der Fahrer. Booster. Ich glaub, die Außenspiegel sind kaputt irgendwie. Hüft-Süd, Sicherungsrichtung. Ah, Mathe. Oh, meine Fresse, ich bin fast eben von Dingo überrollt worden. Gut, ja, diese Senke mache ich mir hier zum Nutzen, dass wir hier schon in der Senke unterziehen. Ja, passt, das ist ja sowieso keine 100 Meter. Boah, guti. Am Plan ändert sich soweit nichts. Wir hatten noch keinen Feindkontakt, das heißt Feindlage immer noch ohne. Wir gucken, dass wir uns so langsam wie möglich rantasten. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf den Hügel da sprinten, sondern ich laufe gemütlich hoch, dass ihr auch ein bisschen Zeit habt, drum, um den Berg zu kommen, ne? Ja, das, möchtest du komplett das rum? Sonst wäre ich an der Straße im Wald auf die Seite. Sag mal, du musst nicht auf der Straße laufen, aber du sollst auf jeden Fall einen Einblick in die Straße haben. Weil sollte von dort irgendwas angerollt kommen, dann will ich, dass das halt auch weg ist. Du könntest südlich der Straße bleiben, das heißt auf der rechten Seite der Straße. Weil dort wollen wir auch angreifen. Na, dann willst du zum kleinen, ja okay, sehe ich schon, okay. Wie bitte? Bleiben wir südlich, ja, sehe ich schon. Papa 2, dann da drüber. Gut. Bis wo ist Vorgetiefe? Papa 1 ist unsere erste Vorgetiefe. Genau, das ist die. Und bis dorthin sollte ich von oben wahrscheinlich schon ein kleines Lagebild haben und da kann ich dir wahrscheinlich sogar schon den Durchmarschbefehl erteilen, dass du quasi schon vorne angreifen kannst. Okay. Ziel der Unternehmung ist es, dass ich da ein bisschen von oben den Überblick habe und du dann von der Flanke quasi reinhauen kannst, weil ich denke mal nicht, dass die den Eingang so schwer verteidigen, wenn ich von oben schon raufrotze. Gut, dann können wir von hier aus noch in Eigensicherung bzw. in Schützenreihe weitergehen. Ja, ja. Genau. Gut, weiß Bescheid. Ja, wir machen mal los, ne? Ja, dann machen wir auch mal. Alles klar, Zugtrupp. Wir befinden uns ungefähr bei Fahrzeug unterziehen, hatten bisher Feindlage ohne, das heißt kein Feindkontakt. Werden uns jetzt gleich fertig machen zum Abmarsch. Das Ganze wird langsam geordnet und in Schützenreihe passieren. Marsch Richtung 145, Schützenreihe vorne Marsch. 145, Marsch Richtung 145, Schützenreihe. Marsch Richtung 145. 1 geht. Waffe erhoben dann, ne? Waffe erhoben. Und die 3 geht. Wir befinden uns momentan im Wald, das heißt, die Abstände wählen wir etwas geringer, damit wir uns nicht verpassen. 5 geht. Durch. Gruppe durch, verstanden.
für euch Verhalten bei Feindkontakt, melden, dann schießen, wenn auf euch geschossen wird. Danach werden wir uns wahrscheinlich sofort breit entfalten. Sollten wir das noch nicht müssen, werde ich oben breite Entfaltung empfehlen. Befehlen, nicht empfehlen, naja. Verstanden. Oben breite Entfaltung oder bei Feindkontakt. Marschziel ungefähr in 100 Metern erreicht. Marschziel in 100 Metern erreicht. Warlord, ja. Sobald du einen kleinen Blick dort rüber werfen kannst, abhocken und stehen bleiben. Wir gehen dann breit. Okay, auf die Höhe von Warlord, dort breit werden. Die linke Seite nach links, die rechte Seite nach rechts. Abducken auf die Höhe von Warlord, links nach links, rechte Seite nach rechts. Abducken auf Höhe Warlord, rechts Seite nach rechts, linke Seite nach links. Abducken Höhe Warlord, rechts nach rechts, links nach links. Okay, Onkel Warlord, dann zeig ich mir mal, was du hast. Noch nicht viel. Okay, Bravo 1 ist in Stellung. Bravo 1, komm. Hier, Bravo, komm. Melden. Langsam vor dem Marsch. Langsam vor dem Marsch. Hier, Bravo, wir fließen jetzt in Stellung ein. Alles weitere dann sofort. Ende. Oh, Laubwald vor mir. Oh, ich hab das falsch visiert dabei. Sorry. Dachte ich wäre bereits klein. Macht mal einen leichten Linksschwenk. 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 Damit wir den Kamm entlang kommen. Am Kamm entlang. Kamm entlang. Was hast du, Sutri? Naja, so. Immer weiter nach links rüber. Ja, ja. Die sind weiter rechts, die laufen alle. Ja, ja. Erstmal zwei vor, oder? Lass sie hinten warten. Rechts aufschließen. Rechts aufschließen. Von hier oben ist schlecht zu kämpfen. Da sind aber schon Leute. Bravo 1, hier Bravo, komm. Ja, 1, komm. Hier Bravo, wir haben begrenzte Einsicht auf Zielgebiet, dort mehrere Streifen, auch ostwärts des Compounds. Wir müssen uns auf jeden Fall auf ein Gefecht einstellen. Ihr könnt weiter bis auf Vorgehtiefe 2, wir greifen direkt vom Hügel aus an, komm. Hier, eins, so verstanden. Melden, wir haben hier relativ geringe Vegetation. Wir haben jetzt etwa... Südost, 100 vor uns eine Anhöhe, wenn wir darüber gehen, werden wir wahrscheinlich von Brown aufklärbar. Komm mal hier auf 12 Uhr. Auf Turm Einzelschütze. Ja, auf Turm habe ich einen gesehen und darunter eine Patrouille. Na. Hier, genau. Bravo, das ist soweit verstanden. Euer Angriff beginnt jetzt. Wir greifen von der Bergflanke bergabwärts aus an. Ich habe den gerade versucht. Ah, ja, eins, alles klar, Männers. Ab jetzt wird's heiß. Waffen durchladen. Wir gehen in Angriff. Dieser Berg bringt uns zum Kämpfen nichts. Breite Entfaltungsform, versucht auf einer Linie zu bleiben. Vorwärts Marsch, Angriff. Ich sehe hier Eingezäunte. Wir haben dort vorne POWs. POWs voraus. Versucht die Linie zu halten. Linie halten. Linie halten. Sobald ihr das ganze Lager sehen könnt, hocken wir uns ab und machen mal erstmal Rambazamba da drinnen.
Wenn rechter Flügel fehlt. Männer ist auf meine Linie vor, wir müssen gleich angreifen. Scheiße, da steht ein SPZ, BMP. Ja, seht ihr das? Da ist auch ein BMP oder so mitten in der... Fafnir, Panzerfaust, frei dich machen. Wir beginnen mit Angriff, Ende. Ich zieh hier unter. Entfernung von mir, 240 Meter. Okay, Feuer. Feuer frei, okay. Männers. Ein BTR bekämpft. Achtung, Bravo, ja, ein, vier Rücken weiter vor, wir haben einen Ausfall auf halber Strecke, Ende. Aktuell keine Einsicht auf meinen Feind. Super. Seite bei den Steinbunkern. Alles rechts von Warlord fertig machen zum Sprung. Alles rechts von Warlord fertig machen zum Sprung. Uga! Ich will, dass du uns dort unten, dort wo die Mauern so einen komischen Knick machen, eine Einbruchstelle schaffst. Ihr springt jetzt dorthin. Sprung auf, marsch, marsch. Verstanden. Sprung 100 Meter vorwärts. Linke Seite, wir sichern die beim Springen. Feuert auf alles, was sich bewegt, außer die Gefangenen. Auf den. Eins, hier Bravo, komm. Ja, eins, komm. Hier Bravo, befinden uns noch im Feuerkampf mit einzelnen Feind, müssen uns per Sprengstoff Einbruchstelle schaffen, haben mehrere Gefangene gesichtet. Komm. Ja, eins, so verstanden. Wir haben ebenfalls Gefangene gesichtet. Wir haben von unserer Position keinen Feind mehr. Hier Bravo ist soweit verstanden. Ihr könnt schon anfangen, ins Lager einzufließen. Ende. Feind bekämpft. Ich sehe den gerade gar nicht, der auf mich schießt. Also den Einzelschütze sehe ich auch nicht. So, die Einbruchstelle ist gleich geschaffen. Da ist noch einer hinter den Schleppdächern, Warlord. Jawohl. Wir sprengen, wir sprengen. Okay, alle Leute hier oben fertig machen zum Sprung. Fertig machen zum Sprung, ich lade. Wir springen direkt auf die Einbruchstelle zu. Da zum Gefecht, fertig zum Sprung. Was ist denn da los? Die Mauer fällt gar nicht. Ben, zweite Sprengung, Uga bereitet vor. Okay, Uga bereitet Sprengung vor. Weiterer Kontakt, grob 12 Uhr hinter der Mauer. Grob 12 Uhr hinter der Mauer, okay. Hab hinter den schräggestellten Mauern. Garagen gehabt. Ah, der ist verletzt nur. Da schießt was Schnelles. MG von links. Ich kann es aber nicht aufklären. Steht ein Panzer? Nee. Nee, der ist schon tot. Ich habe nur einzelne Schütze bei der Garage. Oder bei den Unterständen. Ich werde beschossen. Bent, Wutsprengung. Werd ebenfalls beschossen. Alles klar, Sprung auf, marsch, marsch. Hinter der Mauer noch. Auf der linken Seite. Lauf, marsch, marsch. Links vom Turm. Ben, Loch ist drin, wir können rein. Eindringen, eindringen. Wir kommen nach. So an die Mauer. Durch die Mauer eindringen. Uga, du sammelst das Ding auf.
Alpha, hier Alpha 1, komm. Hier Bravo, kommen. Okay, gehen lange vor. Ja, Bravo. Gruppenführer aufgefallen, übernehme. Sind wir gerade bei der Versorgung eines Verwundeten. Circa 200 Meter zurück. Werden gleich zur Gruppe aufschließen und Gruppenführer und Teile behandeln. Hier, Bravo, verstehe. Ich sehe einen Verwundeten beim BMP. Vermutlich ist das der. Wir befinden uns jetzt bei Schleppdächern im Gelände. Nehmen weiter die Sicherung Richtung Osten. Genau. Letzter Mann. Schön durchrollen, ihr Lieben. Schön durchrollen. Ich gehe langsam. Ist tot. Ja. Zweiter Feind bekämpft. Bravo 1 hat da vorne noch ein paar Probleme, die befinden sich an dem Eingang der Basis. Oh, da hat's gepfiffen. Vorsicht Jungs, hier pfeift's. Okay. Wir gehen dann ins Haus. Mach, mach, mach. Boah, da kannst du ein Stück zur Seite, dann komm ich vorbei. Springen. Danke. Los. Habt ihr schon die Schleppdächer reingeguckt? Tatsache, da ist ein Toter drin. Gut. Die da vorne beiden sind frei. Ja, kannst du ihn fesseln? Fällt pass auf das Gebäude beim Bunker auf. Check. Warlord? Ja? Schnapp dir ein, mach das Ding links. Wen haben wir denn hier noch? Gut, in das Haus rein. Was ist er denn? Eisberg? Ja. Geh mal mit Warlord, ich hab ihm gesagt, mach mal das Gebäude links. Ah ne, er hat schon einen. Er hat schon einen gefunden. Alles klar. Ja. Hier, das Gebäude ist frei. Gut, dann kannst du auch weiter nachziehen. Frei. Nächster. Eins weiter. Okay, lade. Wieder raus. Yes! Der hat gesessen. Was hier mit dem? Der ist verwundet. Der ist gefesselt. Müsste er schon gefesselt haben. Ein Schützen im Haus bekämpft. Gut. Bravo, ja, eins kommt. Ja, einer im Haus. Hier, Bravo, komm. Hier eins, Mel, übernehme wieder die Gruppe. Wir haben ja einen verletzten Soldaten zusätzlich. Melde Richtung Süd unserer Position. Ein verletzter Ihrer Gruppe. Südlich und. Moment, südlich Ihrer Position, ein Verletzter von uns, kommen? Ja, in dem. An den Schleppdächern, komm. Hier, Bravo, verstanden. Ich werde das prüfen lassen. Ihr könnt schon mal in den Compound eindringen. Wir haben die Gebäude fast genommen. Die Bunker fehlen noch. Danach richten wir uns erstmal zur Verteidigung ein, kümmern uns dann um die POWs. Ende. Eisberg? Einer aus. Ich brauche dich kurz. Ja. Muss mal mit mir mitkommen. Okay, ich gehe mit hin. Komm mit. Der ist wieder fit. Wir haben hier irgendwo einen Verletzten bei den Schleppdächern liegen. Da vorne. Gesehen, Eisberg ist dran. Bin da. Verbinde gerade Tausend. Zieht ihn mal schnell ins Schleppdach. Ich weiß nicht, was hier noch auf der Straße rumfliegt. Ben, okay. Wir haben äußerst rechts den Snackshit als Ausfall. Macht mal kurz erste Hilfe, Verbundeversorgung. Wir haben hier vorne noch den Sunny vor Ort an einem weiteren Verletzten. Boah, Lord, halt durch, Junge, halt durch. Jawohl, wir versuchen. Ben, beide Gebäude hier vorne gesichert. Scheiß, Warlord. Jupp. Ah, die Kugel steckt in der Weste. Oh, fuck, ein Glück. Bravo 1 hier, Bravo, komm. Halt durch, Junge, halt durch. Bravo 1, verdammt. Hier, Bravo, haben selbst zwei Leichtverletzte, um die wir uns gerade kümmern, sind deswegen in Stellung gegangen. Die Depots nördlich der Mittelstraße in diesem Compound ist noch nicht genommen. Ihr könnt dort eine kleine, Eingreifgruppe hinschicken. So verstanden. Fließt ein Compound neben nördliche Silos, Compound, nein, nördliche Depots, Entschuldigung. Jetzt hier an vom Tower oben. Okay. Ja, ist vom Tower. Alles klar. Bist wieder fit. Hast du ihn soweit aufgepäppelt? Jo. Oh, alles klar, dann am besten mal Richtung des zerstörten BTRs, dort liegt noch Snake. Direkt oder außenrum? Mach direkt. Ich muss mir sowieso mal ein Bild machen, ich gehe als Nazi mit. Wenn ihr so drüben meldet, Snake.
Connection ist wieder einsatzfrei. Hier, Ben, Eisberg guckt sich das trotzdem nochmal an. Ich komm kurz mit. Drin stand. Die anderen beiden Häuser habt ihr auch, oder? War tatsächlich ja, einer. Auf der rechten Seite. Goodie. Genau. So. Uga Swift. Ich hab genau einen Lauf geguckt. Zwischen diesen Gebäuden steht noch ein verkabelter Feind. Holt den mal her, dass Eisberg da nochmal drüber guckt. Alles klar, zeig nochmal bitte, ich hab grad nicht hingeguckt. Ich hab nicht gezeigt, zwischen den Gebäuden da vorne irgendwo. Ach da, okay. Wenn die Häuser sind soweit gesichert, jawohl, da kommt noch, da kommt noch was. Rechts kommt irgendwas. Richtung Turm, mal Stellung aufbauen. Richtung Turm, Stellung aufbauen. Richtung Turm, Stellung. Bravo 1 hier, Bravo, kommen. Hier, Bravo hat sich erledigt, ihr wirkt schon darauf. Hier Bravo, das hat sich erledigt, ihr wirkt bereits schon auf den Turm. Ende. Hier kommt aber was Hartes rein. Ben, wo ja? Sich westlich von dem Dorf hier sind, so zwei, drei Schlauchboote an der Küste. Schlauchboote? Also hier am Wasser direkt. Okay. Ja, Schlauchboote. Ja, wir so zwei, drei hier am Wasser. Gut. Gut. Ja, das passt. Ja, ich guck mir noch mal kurz an. Achtung, verlege kurz ins Haus. Ja, ja, verlegen wir kurz ins Haus. Nee, ah nee. Uga? Jawohl. Schnapp dir mal einen Nasi und geh mal die Boote verdrahten. Ich mag das nicht, wenn da Boote liegen. Die habe ich nicht bestellt. Ich habe dann noch, also ich habe jetzt noch zwei Ladungen. Eine machen wir sonst mit ULG kaputt. Ja, geh mal Boote verdrahten. Wir haben ja noch was im Dingo, oder? Du hast doch noch was im Dingo gelegt. Ja. 50 westlich ist das. Wir belassen Deckung und wir greifen jetzt den Turm mit unserem Sturmelement an. Ende. Okay. Hilft, wir machen mehr Richtung Süden. Die anderen greifen da Richtung Ost an. Ah, der Warlord ist wieder da. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, wo Fafnir ist. Wo Fafnir ist, okay. Ja, da war hinter mir und auf einmal war er weg. Fafnir, Ben, komm. Hier Fafnir, oben auf dem Dach. Von den Garagen. Hier Ben, der Warlord hat dich gerade gesucht, dann wissen wir ja, wo du bist. Ich habe einen feindlichen Verwundeten gefunden, nehme ihn jetzt gleich fest. Hier Ben, gut so. Nehmen mal fest, sag den anderen Jungs von Bravo 1 Bescheid. Gut, Sudri? Boote? Ja, das sind die eigenen. Sudri? Nimm dir mal die freien Leute und schau mal, dass du die Straße, also dass du hier alles westlich von der Straße an Feindkräften nochmal durchsuchst, ob sie tot sind. Und ansonsten spring sie zu den Gefangenen da vorne. Wir treffen uns da vorne bei den Gefangenen. Okay. Hier eins, hier Bravo, komm. Ja, wir haben irgendwie Kontakt zum Boot oder irgendwas kommen. Hier Bravo. Anscheinend war der Feind mit Booten angelandet. Unser Pionier vertrat dort unten gerade alles. Kommen? Ben von Fafnir kommen? Hier bin ich, kenne keinen von. Ich bin mal bei dir. Wo bist du denn? Haha. Hier oben. Da oben ist er. Hast schon an den Händen probiert? So, Ben, wir sprengen. Hier, Bravo, Sprengung der angelandeten Boote in 20 Sierra. Das ging aber schnell. So, wo ist es denn? Take Prisoner. Da, jetzt ist er gefesselt. Danke sehr. Da, Carry. Motherfucker. Ben,
Benny ist Next Shift, wir ziehen nach. So, jetzt muss ich nur noch klettern mit dem. Das schaffst du so stark. Ah ne, das ging glaube ich nicht mehr. Früher konnte ich mal klettern, als ich... Ja, ah, geht nicht. Na gut. Moment, komme ich da runter? Ah, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Eieiei. Eieiei. Komm, ich leg dich mal dahin. Na, da muss doch irgendwo eine Leiter sein. Na komm schon. Ist keine. Doch. Meine Fresse. So, jetzt. Komm, ich nehme ihn ab. Ja. Oh, der ist jetzt... Oh, nee. Der ist was hast denn du jetzt gemacht? Ja, genau. Jetzt sagen sollen, dass ich hier, bravo, komm. Hier, eins, wir melden, wir haben nordöstlichen und südöstlichen Turm eingenommen, da Overwatch gebildet. Komm. Hier, bravo, verstanden. Gut so. Des Weiteren plane ich, die Dingos nachzuverlegen in die Basis, um den Abtransport der POWs zu gewährleisten. Stelle deinen Fahrer und also den Fahrer für beide Dingos nochmal ab und schick sie mal zum Depot. Wir haben jetzt keinen weiter gefunden. Die sind alle. Gut. Guti, Snake? Ja? Schnappt ihr mal Warlord, ihr werdet gleich mit den Fahrern der anderen Gruppe zurückgehen und werdet die Dingos nachziehen. Okay. Werden wahrscheinlich dort vorne einen kleinen Zaun eintreten müssen, damit wir die Leute dort rauskriegen. Okay. Die kommen jetzt gleich her. Ich habe eine Schere dabei, ja. Ach, du hast eine Schere dabei. Gut, dann machst du das gleich mal. Siehst du nicht auf 12? So, wo sind die Fahrer? Hä? Oder sollen wir über den Hügel verlegen? Nee, komm mal hier hin, Snake. Ich meinte diesen Zaun. Ein Zaun, so aus Metall, so Zaun halt. Nicht Mauer, sondern Zaun. Ja. Ne? Ich bin Mauerkind, Entschuldigung. Achso, du bist Mauerkind, sorry. Ja, Alter, sprengen wir trotzdem. Snake, komm. Ich hab keine Ladung mehr. Gut. Kommst du mal hier runter zur Zuführung? Sudri? Ich komme. Schnapp dir alle bis auf die Fahrer und sicher den Nordausgang der Basis. Okay, jetzt Swift und Iceberg stehen schon da. Und halt außer die Richtschützen, ne, die brauchen wir ja auch noch. Hast du irgendwie Treffpunkt für die Fahrer ausgemacht? Nee, ne? Treffpunkt war vor dem Depot. Dann schicke ich den Swift hierher und nehme den Uga und den Fafnir mit. Genau. Ich muss dann gleich irgendwann nochmal am Zaun vorbei. Jawohl. Warlord, wir ziehen die Fahrzeuge gut. Jetzt nach. Snake Shit und du zieht dann die Fahrzeuge nach. Check. Bravo, ihr Bravo 1, komm. So, warten wir jetzt hier auf schönes Wetter. Da rennen Leute Richtung Dingos. Ja, jetzt kommt die Zukunft. Hier, Bravo. Ah, es war andersrum. Wir sollten noch vor den Depots sammeln, die Fahrer. Ich wollte die nicht alleine losschicken. Was ist denn da los? Komm. Ja, die haben den Befehl gekommen dazu. Ich werde die nochmal instruieren. Komm. Hier, bravo, dann lass die gerade weiterlaufen. Ich schicke meine zwei hinterher, die treffen sich dann dort bei den Fahrzeugen und bringen sie dann geordnet und geschlossen nach. Ende. Okay, Snake, Warlord. Da vorne auf 340 ist schon der erste über die Kuppe gerannt. Rennt ihn einfach nach und holt die Fahrzeuge dann mit. Ne? Okay. Hier, Ben, komm. Soll ich den Swift jetzt mit hinterher schicken? Als Richtschützenfahrzeug zu. Hier, Ben, der Snake und der Warlord rennen gerade drauf zu. Die werden wahrscheinlich aus dem Haupteingang raus müssen. Und dann können die den Swift gleich mitnehmen. So, Dille. Die anderen sind gerade dran vorbeigerannt. Ja, da steht. Da vorne rennen sie. Oh, das ist sehr schön. Fahrzeug vorbeischauen könnte. So, Dille. Ben hat ihn schon.
Ja, lassen wir mal da stehen. Bring ich gleich runter. Gut. Wie viele Leute hast du jetzt noch hier, Sudri? Bei oben den und den Ogre. Zwei oben auf dem Turm, meinst du? Nee. Nee, da liegen hier an der Mauer 50. Ja. Gut, ja gut. Uga, dich nehme ich dann mal mit. Wir holen da hinten noch einen Gefangenen aus dem Turm da raus, damit keiner alleine läuft. Alles klar. Gut. So, den bringe ich mal da runter. Der kann sich mal die Gefangenen da angucken, was er denen angetan hat. Bei der Gelegenheit kann ich hier direkt mal ein Loch einmachen. Pass aber auf, ne, dass, ich würde den anderen Zaun nehmen, ich würd einen von links nehmen, der, ich glaube, der fällt dir nicht in die Hacken rein. Ja. Weil wenn der nämlich dem auf den Kopf fällt, dann wird mich das untröstlich stimmen. Ich würde am besten den hier nehmen. Den hier, wenn es geht. Zweiten. Hoffentlich fällt der richtig um. Schnippschnapp. Nicht, dass er die jetzt auf die Füße fällt. Ja, deswegen bin ich ein bisschen zur Seite gegangen. Schnipp, schnipp, schnipp. Gleich fällt's. Ah, okay, geht. Sehr schön. So, da haben wir die schon mal frei. Servus, wir bringen Demokratie. Oh, ich glaube, da sieht so aus, wie wenn dem scheißegal wäre. Alles klar, Uga, mir nach. Wir holen den zweiten Gefangenen noch. Jawohl. Hier bin an den Zugtrupp. Information, wir befinden uns momentan in Sicherung Richtung Nord. Bravo 1, also unser nächster Nachbar, Übernahmensicherung Richtung Ost. Markant der einzelstehende Wachturm im Osten. Des Weiteren befinden sich die Fahrer und Richtschützen gerade dabei, die Dingos nachzuziehen. Wir haben soeben das Käfiggehege da geöffnet für die POWs rauszuholen, sammeln auch alle Militärgefangenen, die wir jetzt genommen haben dort, werden uns später dahin zurückziehen und die Gefangene dann abtransportieren lassen, während eine Garnison noch die Basis bewacht. Information Ende. Okay, nimm den mal mit. Den nehme ich. Oh, nimm den einfach mal mit. Ich guck nochmal schnell da rein. Uiuiuiui. Hat er aber. Ja, einfach mit. Bravo 1, hier Bravo, komm. Ja, komm. Hier Bravo, wir, also Bravo, haben jetzt gerade die Verbringung der jetzigen Gefangenen, die wir gemacht haben, zu den POWs veranlasst. Das Gehege dort ist geöffnet, Fahrzeuge sind angefordert, soweit weiß ja auch Bescheid. Mein weiteres Vorgehen geplant ist es, mit einer Garnison hier die FOB Brown noch so lange zu bewachen, bis alle POWs sicher in der Basis angekommen sind und alle Gefangenen von uns danach uns dann auch abholen zu lassen. Soweit verstanden, kommen? Ja, so verstanden. Hier Bravo, das ist gut, denn ich brauche dich als Führer der Eskorte, um zwischen der Basis hin und her zu schippern und die Truppen dort zu kommandieren. Ja, so verstanden. Kann ich von dir noch Leute für die Verstärkung unserer Posten auf den Türmen haben? Hier, Bravo. Momentan habe ich nur 3 Leute am Haupteingang im Norden. Wir haben momentan selber personelle Probleme. Ich selbst muss gerade noch helfen, Gefangene rüberzuschieben. Der Rest ist eigentlich schon auf Dingo-Jagd, also Dingos holen. Wir sind da minimalst. Das Einzige, was ich noch entbehren könnte, wäre mich selbst. Ja, eins, so verstanden. Ich verlege, geht zu Ihnen. Ende. Benny ist nächstes Schritt, komm. Hier, Ben, komm. Hier, Ben, komm. Wir passen mit den Dingos leider nicht durch die kleine Öffnung vorne. Stellen uns vorne in Fahrtrichtung auf. Hier, Ben, die Mauern können umgefahren werden, ne? Der Dingo schafft das. Ich vertraue dem da. Wir sind drinne. Gut, Uga?
Melde dich nochmal bei Sudrin, verstärkt dort nochmal noch die Sicherung. Ich spreche das Ganze noch ein bisschen mit Alex ab, damit die dort die Abtransportierung da machen können und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß nämlich nicht, ob da irgendwie noch ein Gegenangriff kommt oder ob wir das jetzt geschafft haben. Also wir verbleiben erstmal hier. Ja, wir verbleiben erstmal hier. Alles klar. Sudrin, Hyoga, komm. Herr Sudrin, komm. Hyoga, hängt ihr immer noch da bei der Mauer rum? Moin Moin! Positiv! Moin. Dann verlinke ich mal zu euch hin, ne? Da oben? Ja, der ist ein bisschen zusammengeflimmert. Ich habe da oben in dem Haus habe ich einen gehabt, ja, den habe ich jetzt unten zu den POWs rein. Hier, Ben, komm! Ja. Fahrzeuge geparkt, was sollen wir aufnehmen? Hier, Ben, wir haben hier mehrere POWs, die müssen gleich zurückverbracht werden. Ich habe Alex eingeteilt, dass der das Ganze koordiniert als Führer vor Ort. Das heißt, ihr werdet dann während der Fahrt, während der Eskorte, dann Alex direkt unterstellt und ich werde hier die Basis übernehmen. So verstanden. So, die, meine Türme haben von Nord nach Südwest über Ost die Sicherung. Verstanden. Kommt hier, Südrik. Hier Bring mal den Uganum-Vorsprengstoff mit. Hier auf Straße auffahren. Ja, das ist jetzt dein Ding. Ich hab dir das jetzt gerade mal betraut. Dann. Lädt ihr auf? Laden eure Leute hier auf oder? Nee, ne? Ich würde sagen, die Fahrer und die Richtschützen können ja auch ein bisschen was arbeiten. Da können die aufladen. Du hast ja dann quasi drei Fahrer und drei Richtschützen. Also, okay, dann hast du da auch drauf gesetzt, okay. Ja. Pussy, Alex, komm. Mal einmal kurz die anderen zwei Fahrer koordinieren, dann hier bis zu mir in Fahrtrichtung verlegen, also auf der Straße auffahren, dann aussteigen. Wir nehmen die verbleibenden Geiseln auf. Wie viel sind das? Müssten eigentlich eine Fuhre müsste reinpassen, ne? Ja, passt. Na, ich stehe hier auf der Straße von euch aus Richtung Nord, komm mal. Obwohl, das müsste sogar mit deinen beiden Dingos reichen. Da könnte ich einen noch zur Verteidigung hier lassen. Ja, kannst du machen. Joa. Wenn die aufgefahren sind, kannst du dir einen rauspicken. Alles klar. Snake Warlord kommen. Hier ist Snake Warlord. Hier, Ben, wir streichen das mit der Eskorte. Ich nehme euren Dingo zur Basisverteidigung, fahrt vorne an den Eingang und unterstützt dort Sudri bei der Sicherung. Der Alex kann das personell mit seinen beiden Dingos gut bewerkstelligen. Allerdings der Richtschütze vom Mischdingo, der sollte dann auf dem Dingo bleiben und mithelfen zu verladen. So verstanden, wir verlegen vorne zum Eingang zur Sicherung, Warlock bleibt als Richtschütze sitzen. Alex, du koordinierst das dann? Bei welcher von denen wird das jetzt ausgegliedert? Der wird ausgegliedert, da. Okay. Okay, absitzen. Absitzen. Jo. Können wir hier kurz sammeln? Swift? Ja. Ich habe dem Alex jetzt mit der Eskorte vertraut. Du unterstehst dann quasi mal seinem Befehl. Eure Hauptaufgabe ist es, die POWs da draußen in die Basis sicher zu geleiten und halt quasi du... dann quasi als Richtschütze den Konvoi dann ein bisschen zu schützen. Wir machen hier noch die Basisverteidigung weiter. Ich weiß nicht, ob noch ein Gegenangriff kommt oder so und dann können wir später noch unseren Abtransport gewährleisten. Also einfach mal bei Alex mitmachen. Ich bin dann oben. Ja. Wir vier gehen jetzt mal auf Kanal 3, damit wir uns da ausgliedern. Okay, ich bin wieder frei. So, Sudri, ich habe euch Verstärkung geschickt. Das Größte, was ich finden konnte. Wir können uns auch da hinten, wo die Mauer nicht macht, hinstellen. Na schön, oder? Also vor die Mauer scheiße. Ja, vor die Mauer scheiße. Kannst du hier was sehen, Warlord? Krümel mir nicht die Karre voll. Warlord, kannst du hier was sehen? Die Höhe scheint aber gut zu sein, für über die Mauer zu wirken. Ja, sagt, er steht Grad. Schief. Achso. Ja, nein. Ja. Ich hatte auch was überlegt, aber. 074 kommt, ziehe ich das gar nicht. Kommt. Was dann oben auf dem Berg? Weißt du was, Snake Warlord? Ja.
Ihr habt ja da eine bessere Beurteilung. Sprecht euch mal ab und fahrt mal so lange hier weiter. Natürlich aufpassen auf die Schützen, bis ihr ordentlich wirken könnt. Also wir stehen hier, der Rest muss an den Wachturm ganz hinten stehen, also. Wo ist denn da noch einer? Keiner, ne? Da werden die Leute eingeladen. Das läuft, das läuft, das läuft. War mir nicht genug. So, meine Lieben. Der hat mir nicht gefallen. Oh, das ist der Eisberg. Da mag er es. Da mag er es. Ja, die ganze Straße. Gut. Dann ja, such dir aus, ob du bei Warlord bleibst, um dich mit ihm zu unterhalten, oder ob du ein bisschen bei der Gruppe bleibst. Ansonsten meldest dich einfach bei Sutri. Der hat bestimmt irgendwo eine Arbeit für dich. Ansonsten einfach hier. Bravo 1 in der FOB, hier Bravo kommen. Bravo kommen. Ah, da Bravo bist du. Hallo Ragnar. Ach so, wo bist du? Hier. Unter uns. Ach hier, mein so. Gott. Der Alex koordiniert jetzt gerade den Gefangenentransport. Ich habe meinen Dingo hier auffahren lassen, damit ich so ein bisschen die Mitte der Basis schützen kann. Unten steht euer nächster Nachbar, das ist mein Zugtrupp. Die sichern nach dort. Ihr habt ja eure Sicherung von Alex bekommen und habt, glaube ich, den anderen Turm auch noch. Das heißt, wir sind dann ja. die momentan die FOB halten. Die anderen habe ich damit betraut, die Leute hier abzukarren, die nichts mit dem Kampf zu tun haben. Beziehungsweise ja. die gefesselt sind. Und danach werden wir erstmal schauen, wie wir weiter vorgehen. Ob irgendwie noch ein Angriff kommt oder ob wir uns irgendwie noch auf was einrichten müssen. Ansonsten packen wir dann später zusammenhauen wieder ab, genauso wie wir gekommen sind. So verstanden. Goodie. Sehr schön. Goodie. Bravo 1 Escort, hier Bravo kommen. Ja, als Escort kommen. Hier, Bravo. Wie viel Platz ist jetzt noch auf den Dingos kommen? Hier, 1 Escort. Wir haben noch einen Platz frei. Kommen. Hier, Bravo. Sehr gut. Ich habe nämlich gerade noch einen Kombatanten gefunden, der gefesselt wurde. Schicke ich zu dir. Ja, so verstanden. Ne? Mal einer bitte vor den Dingo. Circa 70 Meter dort befindlich noch ein Gefangener. Der müsste noch zu den Escortern. Danke dir. Beilassen. Ich will ja nichts sagen, ne? Hä? Aber hier hättest du die Heeresflieger auch mit dem Bus landen lassen können, ne? Ja, sicher. Ich hab mir den Einsatz nicht ausgesucht, also. Also hätte ich Heeresflieger gehabt, hätte ich natürlich Heeresflieger eingesetzt, ne? Also. Ich hoffe doch. Ja, sicher. Carlos ist der Nächste, der sich wieder beschwert. So, hier nochmal eine Information an die Gruppe. Operation Escort ist jetzt quasi kurz vor Vollendung. Die Dingos werden gleich die Formation verlassen und Richtung Heimat zurückkehren, werden dort die Leute abladen, werden wieder herkommen. Dann werden wir nochmal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas zu kämpfen kriegen. Und sollte das nicht der Fall sein, gehen wir einfach hin, packen zusammen und hauen ab. Jungs, ich möchte mal eine kleine Moon-Meldung von euch dreien. Bravo, ja, ein Escort, komm. Hier, Bravo, komm. Hier, 1 Escort, wir sind abfahrtsbereit, komm. Alles klar, fahr's hier. 7 Magazine. Ja, wir sind vorne. Hier, Bravo, verstanden. Ich benötige eine Meldung bei passierendem Meldepunkt Charlie. Eine, wenn ihr abgeladen habt, dann wieder eine bei Charlie. Damit ich weiß, dass euch unterwegs nicht passiert ist. Kommen. Ja, hier, 1 Escort, also so verstanden, Ende. 25. Ja, Bravo, schön, dass du den Funkspruch beendest. Ich hätte jetzt noch gerne gute Fahrt gewünscht, also Panzer vor. Vorrat, alles gut? Jupp. Hab nichts zu melden.
Außer ein paar. Das sowieso. Außer das ja sowieso. Meine Fresse, beendet er meine Funksprüche, der weiß doch gar nicht, ob ich noch was sagen will. Da, Scheiße, ich brauche einen Sunny. Alex. Oh, okay. Meine Fresse. Habe ich jetzt gerade Helikopter gehört? Was? Nee. Nee. Du machst den Helikopter wahrscheinlich. Gut, vom Zugtrupp können mich alle hören. Der Gruppenführer Zoo, also Stelf, ist auf unserer 130 auf dem Turm mit Bravo 1. Und weiterhin besetzt ist die Richtung 170, das ist ebenfalls noch Bravo 1. Das heißt, wenn von dort was kommt, kommt uns nichts in den Rücken und dann melden die uns das. Hoffen wir. Ansonsten Sutri? Ben? Da ich ja jetzt eh hier bin, kann ich auch hier bleiben als Ansprechpartner. Du kannst dir mal jemanden schnappen und kannst mal da um den Zaun patrouillieren, weil ich weiß nämlich nicht, ob die da alles sehen. Vielleicht wirfst du dann einfach mal einen Blick in das östlich gelegene Gelände. Nimm dir einfach mal einen mit und patrouillier da mal kurz lang. Okay, Uga. Sehr gut. Dann gemächlichen Schritt. Schön. Kein Spaziergang machen. Ja, geht mal ein bisschen spazieren. Von innen und außen oder über außen? Erstmal innen. Ich würde außen sagen, weil da seht ihr mehr. Ich hätte erstmal geguckt, ob irgendwelche Löcher, okay. Weil Löcher seht ihr auch von außen. Erstmal wegen Löcher. Löcher seht ihr auch von außen, die sieht man nicht nur von innen. Der Feind sieht die auch. Viel Glück, viel Spaß. Sprengladungen und so. Viel Spaß. Hey, hey. Bravo 1 in der FOB hier. Bravo kommen. Ragnar, was ist los da oben? Ragnar? Kennst du doch, wer da ist. Oh, da kommt Ben wieder. Ragnar, was ist los da oben? Ich hab dich gerade angefunkt. Was? Ja, die labern mich voll hier. Ich hab auch mit Toni gerade gefunkt. Ja, pass mal auf, meld mal deiner Gruppe hier weiter, dass ich gerade eine Streife um die Mauer rumgeschickt habe. Das heißt, die zwei Leute, die da rumlaufen, sind Freunde. Alles klar. Haben wir schon bemerkt. Wer ist denn, Oh Scheiße, was ist denn noch drin? Oh, das muss Liebe sein. Was? Das muss Liebe sein. Wieso? Du stehst da so am Auto. Ja. Ist auch gut. Und weißt du, was das Tollste ist? Ich hab ein Foto gemacht. Ah. Warlord, kannst du mich hören? Ja. Wie geht's dir? Oh! Ich glaube, es geht ihm gut, er ist am Essen. Der krümelt mir die ganze Putze voll. Oh nö, oder? Ja. Onkel Warder, da musst du aber später putzen. Nee, ich glaube, der hat heute schon genug geputzt. Na, mit Saugen kennt er sich aus. Ich geh wieder. Ich hab einen Laubsauger, ja? Ja. Na, da hast du ja einen Laubbläser. Es wird nicht besser, Ben. Eisberg, Fafnir, wie geht's euch? Heiß ist. Heiß ist? Magst du auch ein bisschen laufen? Die nichts anhaben. Ja. Ja. Gut, Eisberg Fafnir hier. Wir haben hier unten einen toten Punkt. Könnt ihr mal hier die Kante innerhalb der Basis ablaufen und könnt mal gucken, ob da irgendwie sich irgendwas an uns anschleicht, weil es ist irgendwie so ein bisschen ungewohnt, dass sie irgendwie so, dass sie uns das Ding einfach so kampflos überlassen, ne? Könnt ihr mal hier so ein bisschen da unten so die Kante entlang, da. Mal da, mal da, damit da nichts von unten kommt. Jawohl. Ich bleib dann mit Ballard und Snake hier und übernehme dann hier die Sicherung. Laufen wir erstmal zur Mauer da runter, würde ich sagen. Richtung West. Jupp. Alles klar. Einfach mal eine kleine Runde drehen. Bravo, ja, eins, Konvoi, kommt nicht mehr. Ja, aber jetzt. Hier, Bravo, kommen. Hier 1, Konvoi, wir melden überschreitenden Meldepunkt. Charlie, kommen. Hier Bravo, verstanden, kommen. Hier Bravo 1.
soll ich aus Scherz mal salutieren? Bitte nicht. So, ich weiß, was ich gehört, keine Angst. Wenn du wieder HG sein willst. Nee, dann ist er selbst kein HG mehr. Dann bin ich Spieß AD oder... Ich glaube, dann ist er AD, ja? AD. Ja, genau. Außer Dienst. So, aber momentan gibt's ja irgendwie nichts mehr zu tun hier, ne? Klar. Tja, ich hätte mir jetzt was Spannenderes vorgestellt. Also... Schrei nicht so laut, Ben. Schrei nicht so laut. Noch sind wir nicht zu Hause, Junge. Ich schrei doch gar nicht. Wo bleiben die Boote, die vom Abhang herunterkommen und die 60 Kampfflugzeuge, die angekündigt worden sind? Ich krieg mal bei dem Scheißding die Motorhaube auf. Da gibt's so einen Schraubenschlüssel. Ich glaube, da steht RPG-7 drauf. Ach, wartungsfrei, okay. Wartungsfrei. Hey, seid froh, dass die Dingos überhaupt laufen. Ja, wir haben auch die letzten drei gekriegt wahrscheinlich. Ja, das sind die drei von 20, wo laufen. Wie mit der Tiger-Hubschrauber, da haben wir 10 Stück im Hangar und einer geht noch. Du, ich glaube, das ist auch kein Flecktarn, das ist Rost. Wie? Mach mich nicht schwach. Gulat. Ja, du weißt ja, wenn es von braun auf schwarz geht, dann bist du durch, ne? Ja. Hab deine Füße hier unten rausgesehen, warte. Mach mich nicht schwach. Nee, die sind noch drin, dann passt das. Gut, also durchgerutscht ist schon noch nicht. Nee. Hier, Bravo, kommen. Hier ein Konvoi melden, wir sind Basis ankommen. Hier, Bravo, verstanden. Irgendwelche Komplikationen während der Rückfahrt? Irgendwas anderes? Kommen? Hier, 1, Konvoi, negativ. Kommen. Hier, Bravo, gut so. Dann abladen. Du weißt bestimmt, wohin man die packen kann. Danach wieder zurückkommen. Wir koordinieren dann den gemeinsamen Rückmarsch. Kommen. Hier, Bravo, gut so, Ende. Tja. Hier bin an den Zugtrupp. Bravo 1 hat jetzt mit den POWs, Kriegsgefangenen und von uns selber Kriegsgefangenen die Basis erreicht, hatten keine Probleme auf dem Rückmarsch, laden diese ab und kommen dann wieder her, um uns da mitzunehmen. Meldung Ende. Jo. Was machen wir jetzt? Fahren wir noch in McDonald's? Eine Runde Mama auch? Ja. Du weißt doch, überall wo die Amis eingesetzt werden, haben die einen McDonald's. Ich müsste mal gucken, wo der in Afghanistan steht. Ja, aber... gibt sowas auch für Lammfresser? McDonald's? Weiß ich nicht. Was ist denn da vorne los? Das ist doch der Swally, so wie der da rumeiert. Swally! Ja! Was machst denn du da? Ich muss aufs Klo! Achso! Moment, dann dreh ich mich um! Ja. Ragnar? Ja. In den Busch. Hast ja bestimmt mitgehört, ne? Feindlage immer noch ohne, deinem Gruppenführer ist nichts passiert, hier ist alles, keine Ahnung, tote Hose. Wir wollten vorhin schon eine Bestellung machen für McDonald's. Magst du auch was? So, ich will Pizza. Was? Pizza will ich, keine Burger. Aber wir fahren auch in McDonald's. Ach so, und mit dem Ding was? McDrive? Ja. Okay, schön oben die Schilder abreißen. Dong. Das machen wir. Der Alex hat nur gemeldet, dass er jetzt die aus. Nein, du hast gesagt, schmeißt die irgendwo hin. Naja, gut.
Ja, er weiß schon wo, ne? Hab ich gesagt. Er weiß schon, wo er dich hin tun soll, hast du gesagt. Ja. Ja, dann kommt jetzt zurück, ja. Aber, ja. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? So. Streife Sutri hier hinkommen. Hier Streife. Hier bin, wie geht's euch, komm? Alles in Ordnung, wir sind jetzt bei unserem Durchbruch. Och. Hier, Bravo, kommen. Hier, 1 von 2, wir melden alle Gefangenen verbracht. Würden jetzt ausrücken. Haben Sie noch irgendwelche Wünsche? Kommen. Hier, Bravo, wir wollten eine McDonalds-Bestellliste machen. Das machen wir aber, wenn ihr wieder da seid. Ansonsten, Panzer vor. Ja, super, Ende. Hat schon wieder Ende gesagt. Ja, jetzt darf er. Ich sag auch manchmal Ende, ey. Das verwirrt man, oh Mann, ey. Sutri, Ben, komm. Ja, Sutri, komm. Hier, Ben, Funkspruch leider unvollständig wegen Zugfunk. Nochmal kommen. Wir sind jetzt an der Stelle unseres Durchbruchs angelangt. Uga sammelt noch schnell letzte Sprengreste auf, die nicht explodiert sind, beziehungsweise macht die kalt. Setzen einen Patrouille vor. Hier, Ben, kannst dann zurückkommen nach eigenem Ermessen. Ankunft eigener Dingos schätze ich zwischen 6 und 8 Minuten ein. Trennung. Patrouille Eisberg, hier, Ben, kommen. Ja, Eisberg, kommen. Hier, Ben, gleiche Frage, wie geht's euch, kommen? Uns geht's gut, keine Auffälligkeiten gefunden, wir patrouillieren die restlichen Steine. Komm. Hier, Ben, gleiches Spiel wie bei Sutri, wenn ihr meint, dass ihr genug patrouilliert habt, einfach wieder zurück in die alte Sicherung fallen. Ende. Tja, ne? Ja. Ich bin mal wieder vorne bei meinen. So, verstanden. Na, du alter Bravo, Wackeldackel. Ja, hier, Bravo, komm. Hier, 1 Konvoi, wir melden, wir überschreiten jetzt die Meldung Charlie. Kommen. Hier, Bravo, verstanden und gut so. Bravo, Ende. Hier nochmal Ben mit Meldung an den Zugtrupp. Nicht erschrecken, gleich kommen wieder Motorengeräusche. Bravo 1 vom Gefangenentransport ist noch etwa 3 Kilometer von uns weg, das heißt, sie sollten in den nächsten 5 Minuten auftauchen. Ich wollte gerade runterbrüllen, pass auf, dass du den Berg nicht wieder runterrollst, Eisberg. Wollert? Ja? Alles fit? Ja, keine besonderen Formen. Genau so. Wir stehen hier schwer runter wie Schuss. Gibt's was Neues an der Front von wegen Hügel oder so? Ne? Was gab's denn eigentlich? Ein schönes Heft gefunden bei Snake oh. Und um Sitz. Die Schlüsselloch oder die Coupé? Ey, lass die Schlangenpornos in Ruhe. Pack die Schlange wieder ein. Sehr schön. Okay. Ich melde mich mit den Kameraden zurück. Ach, perfekt. Ja, Patrouille Eisberg melde ich auch zurück. Ich hoffe, bei dir war das Sightseeing schöner als bei mir. Wieso? Du warst doch bei uns die ganze Zeit. Ja, ich guck entweder an eine Mauer oder ich guck in Ragnars bärtiges Gesicht oder ich guck zu dir. Das ist so geil, ich komm vorhin hin, Snake steht so am Auto und dann sag ich so, oh, das muss Liebe sein. Dann sagt Snake so, warum? Dann hab ich gemeint, ey, guck doch mal, wie du da stehst. Eine Sekunde. War nicht schlecht. Was? Also, im Osten haben sie schön Buchten zum Baden. Ja, so ist das. Oga hat sich ein bisschen so Füßen lassen gemacht im Süden, ansonsten. Ach, weißt du, bei so einem Einsatz kann das Leben als Zugführer voll der geile Pimmeljob sein. Ne?
gesagt, die hatten nicht mal schon. Machen wir kurz Waffen reinigen, selbst reinigen sind die ja, ne? Man muss nur schießen. Die hatten nicht mal schon Verstärkung gerufen, so schnell waren wir hier drin. Ja, das kann sein. Nee, aber als wir da oben waren, jetzt mal ganz kurz so, ich habe da keine Grundlage gesehen, von da oben einen Stellungskampf zu führen, weil die Geländebeurteilung war von der Karte her anders, dass man da quasi ein bisschen mehr Platz hätte zum Kämpfen, aber nee, war alles scheiße. Also habe ich gesagt, Panzer vor. Es sieht schon sehr grün aus auf der Karte. Ja, aber dass du überhaupt keine Sicht hast von da oben. Das war... Ja, Bescheid. Wobei, was ich komisch finde, dass du zwei Sprengladungen brauchst, um den Zaun wegzuballern, ne? Eine lag noch. Während ein Dingo hier einfach durchfährt. Er hat ich halt Dingo, ne? Bravo, ihr 1 Konvoi, komm. Hier, Bravo, kommen. Ihr 1 Konvoi, melden Ankunft in etwa einer Minute, kommen. Eine Minute. Hier, Bravo, verstanden. Wir erwarten euch freudig. Pack schon mal den Stift aus, damit wir wissen, was du von McDonald's haben willst. Wir fahren da nämlich auf dem Rückweg vorbei. Ende. Da ist ein bisschen windgeschützt. Ja, das ist noch zieht am Pippi. Ja, ich weiß es nicht, was ich heute mit McDonald's habe, aber irgendwie habe ich voll Bock, McDonald's zu gehen. Du musst dich hinhocken und dann wehen die Glocken im Wind, ne? Ja. Ja, ja, ist klar. Ding, dong, dong. Oh, wir müssen. Oh, Scham. Hier gibt es nichts zu sehen. Der pinkelt gerade. So, fertig. Gut, Bollard? Ja? Wenn du nochmal musst, jetzt ist auch nochmal eine Gelegenheit. Ansonsten denke ich mal, dass wir hier in 15 Minuten abmarschieren können. Ich habe eine leere Flasche unterm Sitz. Ach so. Und außerdem, wenn man harten hat, man nicht pinkeln, ne? Ah ja. Ah, da vorne kommen sie. Jupp, gesehen. Holst du deine Snake-Häftchen? Boah, was war das eben? Das hat eher so ausgesehen, wie wenn er da um den BMP da rumspringen wollte. Oh, ein Hase, ein Feldhase. Ja, da hat Ben sein Essen. Stimmt. Mc's hätte ich jetzt aber auch schön McGriff oder so. Boah, ich hätte aber auch einen. Lieblingsburger, hört jetzt auf! Hört jetzt auf! Du hast doch gerade gegessen. Ja und jetzt? Aber das ist Warlord. Selbst sein Magen hat das Essen wieder vergessen. War ein Frühstück, wo ich jetzt gerade hatte. Bravo 1 hier, Bravo kommen. Bravo 1 kommen. Hier, Bravo, sieht soweit aus, wie wenn uns keiner böse wollte. Die Gefangenen sind soweit verbracht. Dein Gruppenführer ist wieder in der Basis angekommen. Wir machen uns jetzt fertig zum Aufsitzen. Das heißt, ihr könnt die unteren beiden Dingos schon besetzen. Ich bleibe noch ein bisschen in Sicherung, damit ihr schön geordnet aufsitzen könnt. Dann fahrt ihr zum Haupteingang vor. Wir sitzen alle auf und dann fahren wir wieder los. Ende. Jeder kriegt eine Junior-Tüte. Was mache ich, nachdem ich eingeatmet habe? Wieder ausatmen, Snake. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber die Junior-Tüte, die bleibt mir ja nur im Hals stecken. Ach so. Krieg das Spielzeug. Ja, aber nur das für die Mädchen. Okay. Bei uns waren Masken drin, aber auch. Wenn ihr Alex auf Kleinen kommt. Hier, Ben, komm. Sollen wir deinen Swifty hier behalten schon? Komm. Hier, Ben, ja, wir gehen jetzt gleich wieder in Marschordnung auf und dann würde ich sagen, verziehen wir uns so schnell wie möglich. Da kommen wir auch zeitig heim. Vielleicht gibt es noch in der Messe Essen. Vielleicht habe ich auch Swingerclub und Mc's verwechselt. Naja, ich bin verstanden. Oh. Warlord, kannst du mal rechts kommen wieder runter? Weil ich will hier oben ungern umdrehen. Kommen wir hinten rechts runter? Ich denke mal schon, dass ja. Yep. Okay. Wo war denn nochmal der... Ach, Sudri. Gehst du auch schon mal runter zum Fahrzeug? Ich koordiniere dann das Aufsitz da oben, weil sonst passt es ja nicht von den Männern her. Ben, ich pflanze mich schon mal hin, ja? Jo, pflanz dich schon mal hin. So, restlicher Zugtrupp, der noch abgesessen ist. Die Bravo 1 Jungs, die ziehen sich gerade auf die Fahrzeuge um. Und booten ein.
Wenn die dann oben am Eingang eingekommen sind, werden wir bei unserer Mama, bei Snakeshit, werden wir dann aufsitzen und werden uns dann auch den, ja, kurzweiligen Ausflug machen, um wieder in die FOB zurückzukommen. Ja, vielleicht kriegen wir da noch was zu futtern in der Mensa. Warte mal, dann haben wir 10.42 Uhr. Ja, das ist schon fast wieder Mittagessenzeit. Jo. Morido. Juhu, ich hab gehört, es gibt Cordon Bleu. Bis dann. Bravo, hier 1, komm. Hier Bravo, komm. Hier 1, Meldengruppe komplett auf Fahrzeug 1 und 2 aufgesetzt. Komm. Hier Bravo, verstanden und gut so. In der Marschformation aus der FOB herausfahren. Wir gliedern uns dann direkt am Ausgang ein und danach gebe ich das Kommando zum Abmarsch. Ende. Wenn ich mache dir gleich eine mit dem Kochlöffel an den Hinterkopf, mein Freund. Mama! Alle, da muss ich ja zu dir rennen. Ja. Zugtrupp, aufsitzen! Aufsitzen! Zugtrupp, aufsitzen! Aufsitze ab, dalli dalli. Ach, ist das schön. Tja. Lass mich rein. Ach, war das deine Flasche? Hä? Ja. Ich hab die Tür nicht aufgekriegt. Warum ist sie so warm? Sitzen alle. Panzer vor. Alle drin. Mal weg, ja. Stein, Stein, Stein. Nein, ja, das passt. Das ist irgendwie Metzumix farbt. Stein, 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 Stein. Wenn du wüsstest, mein zweiter Spitzname ist Steini. Von daher. Steini, ist auch gut. Echt jetzt? Ja, ich hatte bei der BW-Zeit auch einen Steini gehabt. Oh, ach, ist das schön! Ach, ist das schön. So, wir sind dran. Hier Bravo, ich melde Kolonne vollständig. Fahrzeug 2, Sicherungsrichtung jetzt 9 Uhr. Wir erwarten nur von Linksfeind, wenn überhaupt. Und Panzer Vorwärtsmarsch. Snake meldet sich, Funkkreis 3 an, 3 fährt, Gruppe durch. Eigentlich müsste ich ja Panzer vorschreien. Da gibt es so eine Fernsehsendung mit so ja, Mädchen, die auf eine Schule gehen und Panzer fahren lernen. Sen Shado irgendwie, keine Ahnung. Und die schreien dann auch immer Panzer vor. Voll lustig. Was, wollen die fliegen oder was? Oh, ich weiß nicht. Alter! Ein bisschen schnell, oder? Da halte ich mal nicht. Sicherheit geht vor. Funk mal kurz Abriss, die sollen mal auf die Geschwindigkeit achten. Abriss 3 vorne kürzer. Ich weiß nicht, ob die gerade irgendwie alpine Abfahrt machen wollten oder. 3 dran. Oh ja, Warlord, mach weiter. Der schöne Bass in deiner Stimme, der macht das richtig schön. Ach, ist das schön. Jetzt alle! Ach, ist das schön. Moment, das war Master of Puppets. Richtig. Ha! Von Van Canto wahrscheinlich die Version, oder? Run, dann, dann, da. Ach, ist das schön. Drei. Ja, wir hatten eigentlich gesagt Ortschaft 40, aber mit 50 durchballern geht ja. Ortschaft 30. Ich hatte eigentlich Ortschaft 30 gesagt, hier. Ja. Mein Fresse, 200 Puls habe ich. Denk, da war ein Blitzer. Oh nein. Nochmal schnell zurückfahren, bekämpfen.
Ich geh nachher mit dem Kasso. Ich geh Low Level. Ja. Mit dem Flugzeug geblitzt werden, das wär's doch. Obwohl, ich glaube, bei irgendwie 120, 130 zu viel springen die nachher auch nicht mehr an. Ja? Ach, deswegen? Ich glaube, wenn du so mit 280 durchrauschst, dann bist du nicht mehr geblitzt. Kann man da nicht hingehen und an sein Auto neben irgendwie so eine Werbetafel machen, damit man nur die Werbetafel sieht? Weißt du, die Glasautos, die haben doch auch das Glas links und rechts und neben runterhängen. Da kannst du einfach mal so eine Werbetafel dran schrauben, damit man das Führerhaus nicht mehr sieht oder so und das Nummernschild nicht lesen kann. Drei rechts. Ich weiß, war ein doofer Gedanke, das wirft viel zu viel Act. Wie wär's mit einem Nummernschildwechsel auf Knopfdruck? Fängst du an zu labern, wenn du hungrig bist, oder was? Es ist Snickers. Also was ich am Dingo nicht mag, ist, dass du mehr die Sonnenblende anguckst statt nach außen, ne? Ja, das stimmt. Du musst halt immer so ein bisschen runtergehen mit dem Blick, dann siehst du nach vorne raus. Du bist einfach zu groß für das Fahrzeug. Nee, nee. Er hat schon recht. Habt ihr das gelesen von der F-35? Nee. Der Schleudersitz ist so scheiße, dass du ein Mindestgewicht brauchst, damit es dich auf dem Schleudersitz nicht zerpflückt. Okay. Oh, sehr schön. Also die F-35. F-35. Was waren das nochmal? Der Senkrechtstarter. Da, Mist. Okay. Das kaputteste Flugzeug ever. Wie ist denn da der NATO-Spitzname? F-35, oh Gott, ja. Raptor, oder? Ne, Raptor war der F-22. F-22, stimmt. Wann sind die eigentlich? Ich glaube, die heißt einfach nur F-35. Die ist gar nicht wert, einen Spitznamen zu kriegen. Wir haben gesagt, von 13 Waffensystemen funktioniert 1 zu fliegen. Bravo 1, hier Bravo, kommen. Bordkanone? Ja, weiß ich nicht. Hier Bravo, da wir ja keine besonderen Vorkommnisse während der Fahrt haben, bei Einfahrt in die Heimat FOB werden wir an der Inst in Reihe parken. Müssen ja dann eh noch TD machen, dann vor den Fahrzeugen antreten lassen. Die heißt Lockheed Martin F-35, Joint Strike. Hier Bravo, danke fürs Ausreden lassen, Ende. Ich muss den Alex jetzt ein bisschen foppen. Weil der hat mich vorhin die ganze Zeit, hat er meinen Funkspruch beendet. Sagt immer Ende, Ende, Ende. Dabei wollte ich ihm noch so viel sagen, wozu ich dann keine Gelegenheit mehr hatte. Ich mach's Funk aus, wenn der funkt. Papa. Ich habe jetzt erstmal einen Funkkanal gewechselt. So. Ich würde ja sagen, das melde ich beim Spieß, aber das geht irgendwie nicht. Guck mal, dem parteiisch. Na. Hör ich da wieder ein Mimimi? Na. Bleib mal noch ein bisschen einsatzbezogen. Life is life. Zum Glück haben wir vorhin das Tor aufgelassen. Nicht auszudenken, wie schlimm das wäre, wenn der Alex jetzt die ganze Zeit beim Hin- und Herfahren wieder auf zu. Das nennt er jetzt in Reihe parken? Boah, ich krieg ein Schleudertrauma. Und wir stehen. Und absitzen. 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 Schnell raus hier. Das war geparkt, ey, meine Fresse. Ja, wie eine Frau. Wenden in 20 Schritten. Aber guck mal, wie alle den gleichen Abstand haben. Oh. So. So, was macht Alex Gruppe richtig, was ihr falsch macht? Ja, welches Fahrzeug willst du uns haben? Fahrzeug antreten. Ja, einfach in die, einfach da mit dem Arsch anfahren. Vor eurem Fahrzeug jetzt. Ich sortiere mich einfach mal hier bei dir ein, Alex. Ja, wo man halt mitgefahren ist, scheiße. Zugtrupp, macht mal ein paar Schritt rechtsfeld. Schließt euch mal die anderen an. Wir schließen uns an. Weg von meinem Arsch. So, jetzt bist du drin. So, dann alle Mann. Warum sind die ans Fahrzeug? Dann alle Mann Waffen auf den Rücken. Und wer will, kann jetzt auch weiche Kopfbedeckung anziehen. Waffe auf Rücken? Ja, weiche Kopfbedeckung.
Wie geht das? Null. Null. Merkt euch das einfach nicht, wir sind im Einsatzland, dort ist die Waffe in der Hand, fertig. Sicherung. Was? Hast du eine Sicherung gesehen? Die haben noch nicht mal die scheiß Tür für uns aufgemacht, Alter. Gut, wir sind wieder in der Basis angekommen. Wir haben wie viele Leute? Haben wir 7 Leute? Was haben wir rausgeholt? Sekunde, 6. Erstmal 7. Gut. Unser Auftrag war es, aufzuklären, was bei der FOB Brown ist. Das haben wir gemacht. Wir sind mit 2 Gruppen flankierend reingegangen. Der Feuerkampf war relativ schnell in unserer Hand. Wir hatten es nur noch mit Einzelschützen zu tun. Zum Glück hatte der Feind keine Verstärkung, die er nachgesetzt hatte. Haben dabei tatsächlich ein paar Kombattanten lebendig gefangen genommen und ein paar Non-Kombattanten, muss ich jetzt fast sagen. Ich wusste nämlich nicht, was denen ihre Funktion war. Die sahen jetzt nicht so offiziell amerikanisch-militärisch aus. Die haben wir jetzt auch rausgeholt. Daher halte ich das Einsatzziel für erfüllt. Wir müssen da nicht nochmal hin, haben jetzt noch Zeit, und zwar haben wir jetzt 10:55, das heißt um 12 macht bestimmt die Messe wieder auf. Warlord hat vorhin gesagt, es gibt Cordon Bleu. Haben keinen Ausfall gehabt, die Fahrzeuge sind auch noch intakt, das heißt später nur noch ein bisschen technischen Dienst. Soweit. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ihr könnt euch jetzt euren Gefechtsanzug wieder lockern, das heißt auch knittervoll aufziehen. Ich ziehe meinen jetzt auch gleich ab. Dann machen wir jetzt nochmal schnell 5 Minuten Pause. Auf Ingame-Uhr 11 Uhr treffen wir uns vor der Inst im Kreis zur Nachbesprechung. Jawohl. Verstanden. So, meine Lieben, das war ein relativ kleiner Unter-der-Woche-Einsatz mit einem kleinen Feindansatz, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Wir mussten die Lage einer FOB klären, die angegriffen worden ist und die nicht mal geantwortet hat. Waren anscheinend ein paar eingepferchte Gefangene drinne und Feind in circa halber Zugstärke. Den haben wir jetzt geworfen, haben die FOB soweit verwüstet, wie es ging, damit sie dem Feind nicht in die Hände fällt. Hatten halt leider keine Nachfolgekräfte, das heißt, das halten der FOB wäre schlecht gewesen. Sind jetzt wieder in der Heimat FOB angekommen und bereiten uns dann auf den nächsten Einsatz vor und diesen jetzt noch nach. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, war wie gesagt ein ganz kleiner Einsatz und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute und hoffe, dass es euch halbwegs gefallen hat. Ben Ende.